impft gegen die Nache. Was machst du jetzt im Intro rein? Sorry, falsche Dings. So, hallo. Animal Crossing No Leaf. Heute ist Herzentag. Liebe Leute, ihr wisst ja, was das heißt. Die Osterhasen kommen. So, sorry für das mit dem Intro gerade. Ich bin auf den falschen Button gekommen auf meinem Stream Deck. So. Ja, damit auch sonst kommst du auf den Runterfahren-Button. Ach ja, ich hab da noch mein. Ich hab da noch mein tolles. Mein tolles Ich verbreite Liebe Outfit an hier. Mit meinen sensationellen Herzen. Ohren-Dingern und mein Herzen-Pulli. Mit dem laufe ich in Animal Crossing durch die Gegend. David, könntest du vielleicht den Viewer-Counter auch mal bitte auf die Seite vom Like-Counter machen? Könnte es. So, hier ist der Osterhase. Dann triggert das nicht so. Aber natürlich ist nicht der coole Osterhase, weil der sitzt hier in der Cam. Hopp, hopp, flibbeli sing, hallöchen. Die Sonne scheint dir auf die Nase, es ist wieder da. Oh, der Hase. Es ist Frühling. Applaus, Applaus. Lass uns eine Sache dir erklären. Das hier ist kein Kostüm. Nein, 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 sind gut. Die Frage kommt oft. Das ist auch kein Kostüm, Leute. Das sind meine Äste Ohren. Und ich kann die sogar noch abnehmen. Oh, Alter, meine Haare. Ohrtransplantation. Scheiß. Bumsdings. So. Bumsdings. Ich muss jetzt was trinken. Ja, ich weiß noch, irgendwer hat mal so Bumsdings einfach gesagt. Nicht Dingsbums, sondern Bumsdings. Wer kennt nicht das Bumsdings? Dann habe ich so gesagt, ja, wenn du das willst, wenn das so Bumsdings. Aber sloppity bopping weiter im Text. Dann hab ich der Frühling ist herrlich. Zitat ist nicht raus ins Freie. Was sieht es nicht raus ins Freie? Um zu jauzen und zu frohlocken. Was los? Ja, die sind gerade ein bisschen explodiert. Weil dieses Abend ein super lustiges Spiel spielt. Alles klar. Dann lass die Spiele beginnen. Zum Herzenfest die alte Leier. Wo stecken nur die ganzen Eier? In meiner Hose. Nein, das war nicht witzig. Sorry. Hast du die Aufgabe verstanden? In der Stadt sind 6 verschiedene Arten von Eier. 6 Eier. Versteckt und du solltest sie finden und herbringen. Okay, Leute, wir gehen jetzt auf Eiersuche. Jemand hat auf dem Server frohes Eiersuchen reingeschrieben. Ich schreibe so XD und der eine schreibt jetzt diesen komischen Emoji, der so, ne? Bisschen pervers guckt. Ja, es gibt auch Leute, die nach Ostern noch Eier suchen, aber das ist eine andere Art von Eiersuchen. So, wo könnten die Eier versteckt sein? Ich suche gleich mal meine Schaufel, weil die werden mir benötigen und ich soll mit meinen 2-dortigen Witzen auf, die nicht witzig sind. So, ausrüsten. Ja, warte mal. Ich muss mal kurz. So. Ich habe keine Ahnung mehr. Hat irgendjemand von euch noch Peil, wie dieses Spiel funktioniert und wo man Eier findet? Ja, ich habe dieses Spiel nicht mal. Ich habe es auch nicht mal. Hat irgendeiner im Livestream dieses Spiel und weiß, wie man den Hasen seine Eier bringen kann? Weil er braucht die. Der Hase hat doch schon. Na gut, wenn er männlich ist, ja, aber wenn er weiblich ist, dann. Ich habe halt noch welche vom letzten Jahr. Kann man die dem andrehen? Ich probiere das jetzt mal aus. So bin das aus, ich habe erst welche vom letzten Jahr. Was soll, ob man die in anderen kann? Oh, Alter, das ist heiß! Oh! Ich hinterfrag lieber nicht, was du machst. Ah, ich hab grad etwas berührt, das war richtig. So ein Metallding, das war richtig heiß. Wieso berührst du es dann? Ja, ich wüsste nicht. Ich hab ja ein echter Ostereier vom letzten Mal. Erdglücksei, ich hab einen Haufen Erdglücksei. Dann gebe ich mir davon eins ab. Ich mach's ab, es funktioniert. Weil die sind ja von letzten Jahr, ne? Das könnt ihr auch in Real machen. Wenn ihr irgendwo Eier vom letzten Jahr findet, so hinterm Bett oder so, könnt ihr die immer einfach benutzen. Ja, ist schon verfault. Aber ich würde die an eurem Style nicht selbst benutzen, aber wenn ihr irgendwelche Leute habt, denen damit auf die Eier gehen wollt, hahaha, dieser Wort wird. Einfach machen. So. Wo drückt das Ei? Ja, ich hab hier was. Alter, diese Frage, wo drückt das Ei? Das ist.
habe ich mich, glaube ich, letzte auch darüber auch aufgeregt. Ne, mal schauen, ist von letzten, ne? Mal schauen, ob er es annimmt. Oh. Er nimmt einfach die Eier vom letzten Jahr noch an. Alter, was? Wiesel die Bumm? Du bist nicht dumm. Weiter so, such die anderen Eier. Du willst noch mal Eier. Aber die gab's so irgendwie überall, ne? Ja, es gab. Ja, es. Die Eier doch, die sind doch im Irgendwo gab's eins auf dem Baum, wenn man ein bisschen am Baum schüttelt. Ey, damit im Kühlschrank muss man die Eier ja manchmal aussuchen, ne? Weil manchmal sind die irgendwo, ja, ganz ungünstig. Das komplizierteste war das Luftei. Hier muss man an allen Bäumen schütteln, dann fällt irgendwann ein Ei runter. Leute, das könnt ihr auch mal in Redaf machen, einfach mal bei euch in der Gegend an Bäumen schütteln. Vielleicht fällt da ein Ei runter. Die Bäume sind oder Ei. Vielleicht ein ganzes Nest mit Ei. Ja, oder ein Beamswarm. QVZA, hi, willkommen ins Stream. Bis dann, guten Abend. Ja, ist halt nicht so angenehm dann. Meine Tasse ist voll. Ach du Scheiße. Was ist denn da alles drin in meiner Tasse? Da war ich im Kindergarten noch. Da war so ein Nest im Baumhaus. Und jemand wollte dann das Nest da runterhauen. Stopp mal, ich hab definitiv Zeugs, dass ich gerade was nochmal ins Bind ablagern muss. Und zwar einiges. Hi, cool, warst du da? Willkommen, guten Abend. Frohe Ostern hier! Der Osterhase wünscht dir frohe Ostern. So. David. Ja? Das ist mein Name. So. Das kann ein bisschen dauern hier. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Hat einer von euch auch Animal Crossing, Leute? Ich nicht. Also ich hab's. Also du hast ein Olive, oder wie? Ja, hab. Ich müsste erstmal meinen 3DS dann suchen. Okay. Aber du hast die Eiersuche mal gemacht und weißt, wo man welche findet? Ja, also man muss für manche tauchen, ne? Manche muss man mit diesem Schießding. Ja, und manche muss man halt ausgraben, Bäume schütteln, ausgraben. Also das Erdei habe ich schon, nämlich von letzten Jahr. Ich hab von letzten Jahr noch ein paar Eier, die kann man benutzen. Ich habe Felsei, Baumei und Erdei, die habe ich. Das heißt, Felsei und Baumei kann ich mal abgeben, weil die haben das von letzten Jahr und die funktionieren noch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie man dieses Ei aus dem Meer bekommt, aber ich glaube, entweder tauchen oder... Dazu braucht man den Neoprenanzug, den suche ich gerade, weil den habe ich auch irgendwo im Nirgendwo. Dammit, dann, wo habe ich denn hin? Ich hab noch irgendwo... Shit. Wallpulli ist es nicht. Lol, wieso habe ich eine Bedienungsanleitung in Animal Crossing? Was das heißt, Neoprenanzug? Bin ich jetzt irgendwie komplett behindert? Wo ist dieser scheiß Neoprenanzug hin? Warst du das schon immer, David? Man weiß es nie. Meine Schokolade ist runtergefallen. Noch mehr Schokolade. Ich fresse jetzt den Käfer. Ich habe das letzte Mal Tafel Minispiele machen müssen, um diesen Zeichen Neoprenanzug zu holen. Fresse jetzt Käfer, die aus Schokolade. Oh nein. Oh, lecker. Oh nein. Schokolade. Ich glaube, die ist mir in Halloween flöten gegangen. Ich hasse mein Leben. Ah, nee, warte, ich habe noch B und C. Ja, hier ist der. Bam. Gut. Weil wenn ich jetzt die Eier vom letzten Mal, die ich hab, noch abgebe, egal wie falsch es anhört, und dann ein bisschen tauchen gehe, dann finde ich die alle so relativ schnell. Und das ist gut. So, jetzt gebe ich erstmal die Eier ab, die ich noch hab. Was habt ihr überhaupt zu Ostern bekommen? Ich hab 50 Euro und Schokolade bekommen. Das ist nice. Ich habe einen Netflix-Gutschein bekommen. Eigentlich meine Tastatur, die durfte ich aber schon gestern haben. Meine Maus. Und ja, heute, also die durfte ich alles gestern schon haben, meine Tastatur, meine Maus.
Das hätte ich eigentlich sonst heute erst bekommen. Alter, bei mir ist gerade Reset hier. Dann habe ich noch Schokolade bekommen und Spotify Premium für 3 Monate. Ist nice. Ich habe Schokolade bekommen und Netflix-Gutschein. Lel. Ich habe einfach die ersten 3 Eisen abgegeben, weil ich sie von letzten Jahr noch hatte. Ist ja lustig. So, die anderen Eier suche ich jetzt gleich. Ist Homer nur gestern was zum Trinken? Ja, das zum Essen meins und eine Strickjacke. Ich bin in gut 2 Minuten ja da. Liebe Leute. Oh, und hier fällt wieder alles runter. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Animal Crossing New Leaf bei meinem 6-Stunden-Stream. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir, oder ist besser, Kaugis, wenn ich einen Countdown auch noch reinklatze, damit ihr auch wisst, wie lange ich noch zu streamen habe, beziehungsweise gestreamt habe. So, Discord, sagt mal irgendwie was bitte kurz. Wie bitte? Jo, habe ich schon geschaut, habe ich tatsächlich auch. Das Ei würde ich jetzt mal als nächstes probieren zu holen. Ja, tauchen ist einfacher. Ich ziehe jetzt aber meinen Tauchanzug an. Weil da habe ich dann sogar von der Insel damals Gold gehabt im letztes Jahr, wo ich das selber gemacht habe. Oh Gott, meine Hasenohren fehlen noch. Die müssen immer mit, das ist klar. So, wenn meine Haare mal mitspielen würden. Echt? Stimmt. Und sonst sagt ihr immer, er wäre ein erster Hase, ja moin. Also Leute, wenn ihr wissen wollt, ob ich ein erster Hase bin oder nicht, auch einfach so. Okay, da ist es ein bisschen tief. Wir gehen jetzt, wo kann man, ach, da hinten geht's runter, glaube ich. Ich muss mich erstmal zurecht finden, Moment. Nee, warte mal, ich muss, da ist eine Brücke, wunderbar. Ich muss nämlich auf die andere Seite des Ufers. Hauptsache, ich laufe erstmal vorbei hier an der Brücke. Eier suchen. Und jetzt gleich tauchen gehen. Ja, Animal Crossing ist ja der Herzentag heute. You know. Und wo genau, wenn man da taucht, findet man dann hier Eier? Das ist... Ich schwimme hier einfach ein bisschen rum und hoffe, dass es auf eine Eisdose... Die waren doch hier irgendwo... Muss man dann richtig tauchen dafür? Oder reißt man da ein bisschen rumschwimmt? Da ist eine Qualle. Hä? Ne, ich muss noch 4 Stunden 30 streamen. Also das ist die Zeit, die ich noch streamen muss. Insgesamt, ja. Ah, Minecraft kommt dann auch noch. Mal wieder auf der Gamercross Island Fels Beta. Ja, mach es später definitiv. Ja, das Minecraft-Projekt, ja, da will ich definitiv noch was machen. Ich muss halt nur schauen, wie ich das so umsetzen lässt. Weil das Gestalt ist alles doch ein bisschen komplizierter mit dem Server. Nice, läuft bei euch. So, wo findet man hier jetzt die Scheißeier? Es war doch so, dass wenn man Eier suchen wollte und dann taucht, das reicht, wenn man da irgendwie... Ach, man muss richtig tauchen, oder? Ah, weil ich bin gerade nur ein bisschen so rumgeschwommen. Ah, okay. Das heißt, das Ding kann irgendwie atmen, das Ei. Dann wäre da hinten so eine gewesen, die ich aber nicht beachtet habe. Vorhin war er noch drin, Lil. Naja, wird's wieder gleich rankommen.
Naja, keine Ahnung. Wenn er Bock darauf hat, why not? Da ist eins! Ja. Ja, oder? Ja! Bingo, ein Ei vom Meeresboden! Yay! Yeah. Supidupi. Ich suche aber gleich noch nach einem. Ich überlege. Jetzt haben wir das erstmals alle zusammenbekommen. Weil die Hälfte hat es halt vom letzten Jahr noch. Das heißt, das bis neu liegt, das Eier suchen dies da ein bisschen. Aber das ist sowas, das Mercedes sah in Animal Crossing. Ab jetzt. Aber dann sind die weg. Oh Gott, ihr hört ja gar nichts, ne? Sonntbaus, sag doch was. Mois. Jetzt hört ihr wieder was. Wie war Black It It? Justin? Ja? Ja, ich hab hier was, nämlich ein paar Eier. Ah, lange nichts mehr gehört von dir. Ja. Hat halt auch was, ein bisschen was zu tun, Klausuren, privat und so weiter. So, was fehlt mir jetzt noch? Ich hab schon abgegeben Erde. Muss überlegen, ich hab schon abgegeben Erde. Baum. Fels. Tauch. Und Tauchei. Welche fehlt mir noch? Kann man das irgendwie nachfragen? Gibt's nicht irgendwie noch ein Luftei, glaube ich? Ja, Luft, definitiv. Und das wären alle, die mir jetzt gerade einfallen. Ich frage einfach den Hasen mal, wer es alle gibt. Na komm, wir sehen, wer es ist und hab. Und wer es denn ist. Ich habe gerade das Abzeichen für reicher Sparer bekommen von Helios. Ey, jemand sagt zu mir in einem Discord an. Ich sag so. Ja, ich geh jetzt schlafen und der ist noch die ganze Zeit auf Discord online. Felsen, Adam ist komplett. Wasser ist auch. Ja. Hey, aber das waren doch dann nur 5, die ich hab. Dann insgesamt. Es gibt 6 Stück. Was sind denn das alles so Verse? Es gibt Luft, Felsen, Erde, Baum und Wasser. Luft. Erde, Felsen, Baum, Wasser, das sind 5. Aber es gibt ja insgesamt 6. Weißt du irgendwie, wo das 6. Ei war? Und der Moment, wo alle. Ich kann mal sind. im Wiki. Stimmt, es gibt da ein Wiki, ich bin ja dumm. Warte, kann ich auch gesund machen. Das hast du schon, okay, das ist nett. Ja. Währenddessen du es mal Dingsanzug mal wieder ablegen. Weil der ist heilig. Und tu mal meine Schleuder anziehen für die Fälle, dass ich jetzt hier irgendwo einen Ball. Also ich war noch das letzte Jahr irgendwie locker eine halbe Stunde nach einem Zeiss Luftei gesucht habe, weil das da irgendwie total selten vorbeiflog. Du müsstest noch ein Ei angeln, also es gibt einmal das Erdglücksei, das Tiefseeglücksei, Baumglücksei, Luftglücksei und das Felsglücksei. Und das Wasserglücksei muss man nochmal angeln. Oh Gott, okay, Ei angeln. Gut, dann mach ich das gleich mal zuerst. Ich glaube, das ist einfacher wie, Das mit dem Angeln ist, glaube ich, sogar noch schwerer. Weil ich habe damals dann immer nur Fische eigentlich fast rausbekommen. Ja, ich muss auch erstmal nach meiner Angel sein. Das Problem ist, das Luftei bekommt man nur, wenn er so viele ganz gerade vorbei verliegt. So, Paul, hi, willkommen im Stream. Bis zum guten Abend. Wieso geht dieser. Moin, ich ist einfach mal ein Diamond. So, jetzt werde ich mal meine Grimmskampfkiste rumkramen, meine Angel raussuchen, weil irgendwo ist die noch.
Dann wird geangelt. Ah, ich bin gespannt, ob ich das bis 22 Uhr 30 hinbekomme, wenn wir dann Splatoon spielen oder nicht. Ich habe ja noch 4,5 Stunden vor mir. So. Erstmal Neoprenanzug zurück. Und jetzt mal schauen. Ich glaube, den Angler muss ich mir fast kaufen. Nee, doch, hier ist die wunderbar. Baum. Hi, willkommen zurück. Hi. Ich such gerade so nach Ostereiern. Ja, der Hase sucht nach Eiern, ja, ja, sowas gibt's. Es ist 22 Uhr gewesen, es gab Map-Wechsel. Mal gucken, ob jetzt Ergebnisse da sind. Aber noch ein Spoiler an, weil wir schauen uns erst eine halbe Stunde an. So. Eine halbe Stunde geht's mit Splatoon weiter hier im Stream. Wenn ich bis dahin alle Eier gefunden habe. Was so. Ist, wenn nicht? Dann werde ich die Eier erstmal fertig suchen, weil wir haben ja dann immer noch irgendwie fast 4 Stunden Zeit für Splatoon in diesem Stream. So. Wie warum, Paul? Was verstehst du denn jetzt gerade? Und wie findet man die Eier, die man angeln muss? Da ist glaube es eins. Komm, sag das dann Eis. Da sind dann halt so welche Fische abgebildet. Da muss man eine Angel werfen und. Ah, fuck, das ist weg. Schnappen. Ich glaube, das war ein Ei, aber das ist weg. Da muss man auch erst so in die richtige Richtung passen, ne? Ja, und dann muss das Ding darauf zukommen, dann muss man halt es richtig rausschnappen, zum richtigen Zeitpunkt. Oh scheiße, in sowas bin ich schlecht. In Eier irgendwie zum richtigen Zeitpunkt irgendwo rausschnappen, so. Aber das ist doch ein normaler Fisch. Ich bin schon überfordert beim normalen Fische fangen. Aber wie soll das Eis so ein dann hinkommen, aber okay. Und by the way, Splatfest-Ergebnisse sind noch nicht da. Das dauert ja immer ein bisschen. Nein, eigentlich sind die schon nach 2 Stunden eigentlich da, aber weil das Splatfest jetzt wahrscheinlich weltweit. Ja, dann dauert es ein bisschen. So, komm, jetzt beiß an, du scheiß Ei. Sonst koche ich das, wenn ich das finde. Ja, sorry, die Eier kommen nicht an, ja. Ich gehe mal zum Meer, vielleicht finde ich da Eier. Ja, kann ich auch die Leute, die ans Meer gehen, um Eier zu suchen. Nein. Das ist auch nicht. Was fragst du dann? Weil ich gerade am Meer bin, um Eier zu suchen. Weil im Meer sind die, glaube ich, nicht. Im Meer ist halt dieses Tauchei. Das ist ja complicated. David 18 ist überfordert mit Animal Crossing New Leaf. Hashtag ZLife. ZLife incoming. So. Es gibt mir einfach das scheiß Ei und alles ist gut, ja. Aber ich glaube, genau in demselben Ei hat es letztes Jahr auch eiert. Haha. Also dieses hochste Ei habe ich sogar bekommen letztes Jahr, aber die anderen irgendwie nicht. Also dieses Angler-Ei. Aber woher weiß man, ob das, was man da hat, jetzt ein Ei ist und woher? Und wie bekommt man das Zeug, dass das da an der Angel kommt? Ich habe dieses Grundangelprinzip in diesem Spiel nicht verstanden. Weil irgendwie bleibt das Zeug nie an der Angel. Muss man einfach irgendwie Skills in Werfen haben oder wie kann man das? Also man muss es halt dort vor den Kopf halt werfen und so, dass es halt in die Richtung vom Fisch schaut und sollte eigentlich zuschnappen. Ne? Und das Ei sieht genauso aus wie ein Fisch oder wie? Und ja, also ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Es sollte so aussehen auf jeden Fall.
wenn dann diese rote Kugel dann halt unter Wasser richtig gezogen wird, dann muss man halt mehrmals A drücken. Das ist klar, aber so muss ich erstmal kommen. That's a little bit the problem I'll have. Der Fisch ist dort, du Blindfisch. Nee, ich muss glaube es so machen. Machst du gerade ernsthaft Fischwortwitze? Komm, und bitte mach, dass du ein Ei bist. Und ja, ich mach es gerade. Nein, es ist ein size Fisch. Ich hab gerade diesen Wortwitz gemacht, ohne es zu merken. So. Aber hey, ich hab einen Fisch gefangen. Slower Fisch. Slower Fisch. So, du bleibst mir auch stehen, du kleiner Fisch hier. Ja, komm. Oh, tu doch hier andingsen. Splatoon kommt in einer halben Stunde, wenn ich bis dann alle Eier gefangen habe. Wie es jetzt aussieht, werde ich dich aber leider zeitlich nicht schaffen. Weil ich an diesem Angelei hier schon irgendwie 10 Minuten rumtue und das nicht hinbekomme. Also es kann sein, dass es hier verwirklicht ein bisschen länger braucht. Warum nicht? Und dann gibt's Leute wie mich, die überhaupt diese Eier gar nicht suchen. Ja, es sucht gerne Eier, ne? Also man muss ja immer wissen, was einem fehlt und das sucht man, ne? So. Du hast immer noch meinen Stream auf deinem Fernseher, Sophie? Nein, ich will Splatoon. Böse. Na ja, okay. Das ist so ein Zwilling, wenn du Splatoon spielst. So, jetzt beißt du mal an, du scheiß Karpfe! Wirklich, dieser Fisch ist so dumm wie ein Karpfe, esst. Ja, eigentlich sind sie ja intelligent, wenn sie nichts anbeißen, aber trotzdem, es triggert mich. Es triggert mich. Dieser scheiß Fisch hier. Am liebsten würde ich den grillen. Hä? Dann grill ihn doch! Das ist ein armer Fisch. Aber trotzdem regt er mich auf. Vor allem, woher soll man Eier. Wieso sehen die Eier überhaupt aus, die Fische? Nintendo, erklär mir diese Logik. Hui. Da ist wieder dieser kleine Fisch hier. Ich bin gerade Splatoon Salmon und aus irgendeinem Grund ist da eine Rakete im Wasser. Ich will jetzt den einen Fisch hier fangen. Koste es mir, was es wolle. Ja, komm! Scheiße! Der tut genau den Moment, die spawnen, wenn ich da mal einen Angel hinwerfe. Dann ist es zu nah, du musst es dann ein bisschen weiter wegwerfen. Ich glaub, Paul schreibt, ich suche auch überall nach Eiern, sogar in Meer oder in Wasser oder in der Labor oder unter mich in meiner... Und da alles klar. Nein, such da bitte nicht nach... Paul, dieser Witz ist hier nicht angebracht, okay? Und ich wäre mir nicht mal sicher, ob man da bei dir überhaupt Eier findet. Oh! Okay, sorry, tut mir leid. So, komm. Komm! Ja, komm doch hier dran! Und jetzt sein Ei! Bitte, bitte, bitte sein Ei! Nein, ist schon wieder ein Fisch. Eine Karre. Aus irgendeinem Grund habe ich gerade Sniper-Skill. Und ich angel nur Fische. Und kein Ei. Ja, jetzt tu deine fette Angel hier auswerfen. Nein! Angel raus. Fisch dran. Und danach Angel wieder einpacken. So läuft es immer ab. Alter, ist meine Stadt voll vermüllt. Nein, es ist so früh. Fuck off. Jetzt ist der Fisch weg. RIP. Oder das Ei besser gesagt. Aber das ist ja reine Glückssache, ob die Fische, die hier gerade rumschwimmen, ob das jetzt Fische oder ob das jetzt Eier sind. Verstehe es nicht. Ich verstehe diese Logik, die in diesem Spiel ist. Ja.
Man lebt in diesem Spiel mit Tieren zusammen. Da könnte man die Logik auch nicht verstehen. Was ist eine Logik? Oh, sind wieder ein Scheißface. Ich dachte, du regst dich jetzt über meine Frage auf. Nee, das ist inzwischen. Wundert es mich nicht mal, dass du so fragst. Nicht jetzt, aber wirklich. Adaut holt seine Angel raus, bis die Fische am meisten. Du, ich will halt keine. Haha. Ich will keine Fische fangen, sondern dies heißt Ostereier. Bin aber sichtbar überfordert, Ostereier zu fangen. Guten Abend, Mr. Cookie. Scheiße! Du scheiß Fisch hier! Stell jetzt mal nicht so an, wir sind überkarpfen, ja? Ist das schon wieder weg hier? Ey, ist. Der Osterhasen David wird Solti. Ich versuche jetzt auch mal mit einer Angel ein Ei zu finden. Und wenn ja, sick es mir, okay? Ja, kann ich machen, ne? Ja? Oh Gott, hi Paul. Du wieder. Hi. Ist das der immer fragt, ob Kevin zum Spielen kommen darf? Das ist der es wolfjährige Fortnite-Witze bringt. Ich war kein Fortnite. Gut. Aber gehst auf Eier suchen, ja? Sorry. Natürlich. So, wir suchen gerade so nach Eiern hier. Ich habe gestern Ostereier gefärbt und die eine sieht jetzt aus wie eine Kartoffel. Kann man was mit den Eiern anfangen? Ja, die kann man den Osterhasen geben. Man kann die auch theoretisch auch essen, aber wir wollen es den Osterhasen geben. Ich glaube, wenn man alle Eier gibt, bekommt man was oder so. Habe ich letztes Jahr es nicht geschafft. Also entweder bekommt man als Hauptpreis ein Bild von von dem Hasen. Oh. Oder man bekommt ein Möbel der Eier-Serie. Oh. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall will ich das jetzt schaffen. Ich meine, bei 6 Stunden Stream haben wir eh noch ein bisschen Zeit. Da bekomme ich das dann hin. Aber mein Aim ist in diesem Spiel halt so scheiße, bis gar nicht vorhanden. Genau, die Moment, wo es mal Angeln in die Richtung schwingen, tut das heiß Fiss in die andere Richtung. Fissen, das ist doch zum Kotzen hier. Selbst den, du scheiß Fiss. So, komm, schwimm her. Fiss. Und. Nein, der ist schon wieder weg. Alter, das ist doch schlimm. Kann mir einer erklären, wie man dieses scheiß Eier da bekommen kann? Ja, es will jetzt Eier. Ich will Eier! Ich hab nie in Animal Crossing gespielt. RIP. Da ist wieder ein kleiner Fisch. Komm her, komm zu Papa an die Leine. Ich will gar nichts Böses mit dir anfangen. Komm zum Papa, oh Hase, an die Leine, du Fisch. Ich will jetzt auch bestimmt gar nichts morgen verbraten und essen. Oh, diesen Meter kannst du auch noch schwimmen, du scheiß Vieh. Ey, dieser Fisch macht mich gerade dezent solche, ne? Nein, das ist ja gleich am Salzwasser, haha. Hä, das ist die Essnis. Dieser Spaß beißt an und immer wenn ich da meine Angel raushol, ist der auf einmal weg. Ja. Ja. Nee. Okay. Jo. Und schon wieder ist er weg. Kuffer, du suchst auch gerade nach Boden, nach Flusseiern, oder? Ja, ich suche gerade auch nach diesen. Okay. Ich bekomme sie genauso wenig. Okay. Das wird doch wohl möglich sein, dass ich so ein scheiß Ei bekomme. Jo, dann dir gute Nacht, Mr. Cookie. Ich schlaf gut. Stimmt, ich würde den Live-Chat mal öffnen, ich bin ja Mod. Ja, das wäre mal eine Idee als Mod. Und den Stream muss ich auch noch liken, habe ich auch schon wieder vergessen. Ich war zwar im Stream, aber habe vergessen zu liken. So, komm jetzt. Junge, dieser Scheiß. Einfach mal anbeißen, du Fiss. Bitte mach jetzt, dass du jetzt ein Ei bist, ja? Oh, es ist schon wieder. Es verdauern nur diese bescheuerten Fische hier. Computer sagt. Ich google das jetzt, Eier angeln. Ah, nee, Leute, googelt bitte nie Anna Eier angeln. Ohne Animal Crossing dazu zu schreiben.
Mach das nicht. Tut nicht einfach nur Eier angeln googeln. Bitte mach das nicht. Wieso bekommst du mich gerade auf die Idee und ich mach das gerade auch einfach? Ein bisschen weiter unten kommen dann nicht so viele Bilder. So, Was kommt da? Ja, aber wie angel ich dieses scheiß Ei? Wie geht das? Wie? Ey, hier, dann als erster Vorschlag kommt hier irgendwas mit Kinderüberraschung. Kinderüberraschung. Warum will der Spaß es anbeißen? Immer wenn ich meine Angel raushol, ist er weg. Alles klar, es musst du oft falsch denken. Das passt auch so. Also wenn ich meine Angel raushol, ne? Alle beißen an. So, stopp jetzt mal. Ich suche jetzt einen kleinen Tümpel, ja? Vielleicht habe ich es am Tümpelglück. So. David, stopp. Hör jetzt auf damit. Was? Hör auf. Sachen zu sagen, die zweideutig sind. Hä? Ich hab doch nur gesagt, was hab ich jetzt gesagt? Eier angeln. Ist Angeln so ein Tümpel? Was ist daran zweideutig? Glaub mir, mein Gehirn wurde so hart von meinen Freunden zerstört, ich denk bei jedes Wort falsch, ja. Wie kann man das zweideutig denken? Also ich denk schon sehr zweideutig, aber da denk ich wiederum nicht zweideutig. Es ruht's am Meer. Soll ich mal zur Gamescom meine Freundinnen mitnehmen, die 24-7 falsch denken und damit irgendwas ankommen? Na, oh, das wird lustig. Komm, setz dein Ei, du fettes Ding, das da rumschwimmt, ja? Sei ein Ei. Ich will es anfassen, du Ei. Oh Gott, nein. Alter. Ist ein Ei. Ich weiß es nicht. Ich bekomme es nicht hier so gefangen. Scheiße. Was los? Okay. Ja, eigentlich. Das ist. Ach du Scheiße. Hast du das jetzt erst gecheckt? Nee, ich hab's gerade gegoogelt. Ich hab doch gesagt, googelt nicht nach Eier. Warum? Wenn du sagst, dass wir es nicht tun sollen, dann tun wir es doch erst recht. Solange nicht noch ein gewisses andere Wort dranhängt, was die ganze Sache erst verstört machen würde, ist alles gut. So. Warte mal kurz. Ei süß. Hä? Oh Scheiße, ey hier. Komm, jetzt beiß an, du Hure. Jetzt ist er wieder weg. Was ist denn das hier? Ich zeig's an. Dieser Karpfen ist dumm wie ein Stein. Ich bin auch dumm wie ein Stein. Was los, Sophie? Ich bin auch dumm wie ein Stein. Ich glaube sogar noch dummer. Das hast du jetzt gesagt. Ach du Kacke. Also dieser Fett ist ganz so ein Fiss hier. Was? Moment mal. Habe ich gerade gesagt, dieser Fett ist ganz so ein Fiss? Oh Gott. Ich meinte, dieser Fiss ist ganz so ein Fett. Fettsack. Hashtag Markholz Fettsack 2 Punkte. Haha, mit dem habe ich es auch, aber meiner leert jetzt wenigstens hier. Was meinst du? Ich hab noch ein anderes Kabel bei mir, also. Sei du mal. Hast du es hinbekommen? Wie bitte? Ob du es hinbekommen hast? Nee, aber ich hatte gerade etwas an der Angel, aber ich. Ist halt weg. Ich glaube, es war vielleicht ein Ei. Ja, das passiert bei mir auch manchmal. Das ist voll. So, dieser Scheißfisch tut zehnmal. Oh, jetzt ist er wieder. Ey, es rast aus hier. Wie ist das so behindert? Wer verdammt immer Eier zu angeln? Das Spiel spielen 5-Jährige. Und die bekommen das besser hin, Eier zu angeln. Die werden im Leben noch 1000 Eier angeln. So. Du Scheißfisch. Also, viel toten Baum reinposten. Normal. Applaus dafür. So. Ja! Dann pusse ich noch mehr Bäume. Mann, schon wieder ist er, ey, ist raste aus hier. Viel Spaß dabei. Tu doch lieber Osterhase oder Ei reinposten, das passt wenigstens zu Ostern. Nein. Boah, wieso nicht? Osterhase ist cool. Hat sie einen Baum reingepostet? Ja.
wenn man dem Baum noch Osterhasenohren gibt. Der Osterbaum! Wer kennt ihn nicht? So, du Scheißfiss. Was? Weißt du, der Fiss dockt an dir Scheiße an und ist dann direkt weg. Ey, ich raste jetzt aus, ne? Nein. Das sind aber auch die zwei schwersten Eier zu finden, so. Ja, Leute. Falls jemand fragt, was Gamer-Accounts gestern um Viertel nach elf gemacht hat, er hat Eier gesucht. Im Wasser. Übrigens haben wir es erst Viertel nach zehn, aber Kopf hoch. Und wir haben es schon halb elf. Ja, meiner Uhr ist es 5:30. Ja, ich weiß. Ich kann nicht Uhr lesen, wenn ich spiele. So, lauf halt gleich gegen den Baum, du Scheiß. So, wir beruhigen uns jetzt und jetzt fissen wir ein Ei. Das dauert mir jetzt viel zu lang. Was alles ist, geht das total einfach. Wenn man weiß wie, geht das total einfach. Aber ich bin nur so inkompetent dazu. Hast du es hinbekommen, Kuhfosse da? Oder ja. Dennis? Noch nichts, okay. Es ist traurig. Das machen was alles so 5-Jährige besser wie wir. So. Oh, die tun halt nie anbeißen, diese Scheißfisse. Ich wette, irgend so ein Kind irgendwo in Afrika mit einem 3DS hat bis jetzt schon irgendwie 6 von diesen Eiern geangelt. Ja. Weißt du, die verschwinden halt direkt. Die tun kurz hier anbeißen und dann verschwinden die, ohne dass man irgendwas tun kann. Diggi, what's that for a shit, hä? Am liebsten würde es. Ich wünschte, es wäre ein GTA. Da könnte ich meine Waffe rausholen und den Osterhasen abknallen. Oh mein Gott, GTA! Schon wieder ist das heiß Dings hier weg. Ich raste aus, ne? Ich weiß schon, was ich morgen als erstes spiele, wenn ich zu Hause bin, GTA. Du spielst GTA? Ja, moin. Ich hab's für die PS4. Als ob du GTA spielst, lol. Ja. Ey, hast du nicht meine WhatsApp-Story gesehen? Wo doch, hab ich, wenn ich drüber nachdenke. Habe? Also, ich bitte dich, wir haben einfach nur mit Taxi fahren unser Geld. Oh, das ist doch jetzt echt beschissen. Hat irgendwer im Live-Chat gerade peilen, wie man irgend. Ich google das jetzt, ne? Das ist mir zu blöd. YouTube öffnen. Ich fahr mal zur Insel und frag dort irgendwelche Online-Spieler, ob die vielleicht dieses Ei haben. Geht das noch? Ach, geht das? Lol. Ja. Ich hau jetzt mal geswinden nach. Im Hintergrund bei einer Let's Playerin, die viel Animal Crossing macht. Okay, ich hab's grad direkt gesehen. Die hat, das sind, die sehen aus wie Fische. Wenn man die rausholt, sind das Eier. Da frage ich mich, wieso kommen bei mir nur solche Hurensohn-Fische, die wirklich Fische sind und ich das angeln lassen. Die mobben mich bestimmt alle, weil ich aussehe wie ein Osterhase. Ne? Wenn du nicht nach denen gesucht hättest, dann wären sie gekommen. Ey, okay, ich fahre jetzt mal zur Insel. Ohren ab und jetzt kommt auf einmal dieser blöde Fisch. So, komm, jetzt funktionier! Ich will noch was anderes streamen, du Spasti-Fisch! Ich fahre jetzt mal zur Insel und angel dort mal und frage dort nach Leuten, ob sie vielleicht dieses Ei haben. Gut. Nur eines ist das halt definitiv nicht kompliziert. Aber ich stehe immer wieder. Ich in einen scheiß Karpfen hier fangen. Du Karpfen! Den ist vergraben. Ich klatsch das Glas gegen die Wand, du scheiß Karpfen. Ich verkaufe das jetzt. Ich hab doch nichts gemacht. Nein, nicht du. Ich rede von dem Karpfen, den ich gerade gefangen habe. Ja, aber ich hab geredet und dann sagst du so, ja, ich weiß nicht, was. Sorry.
Nein, Sophie, es glatzt keine Menschen gegen die Wand. So hobbylos bin ich nicht. Keine Angst. Missbringe erst Fische in Animal Crossing zum Rätseln. David, was ist mein Hase dann runtergefallen? Ah, jetzt ist mein Mikrofon hier, das ist der neue Osterhase, aber das sieht man ein bisschen nicht. Osterhase, was habt ihr euch denn heute bekommen? Ja, Kinder, es war doch alle brav. Dann tut der Osterhase, geh mal kurz zu euch jetzt Eier verteilen. Oh Gott. So, meine vierte Tour ist hier in meinem... Tour ist natürlich in meinen Schrank hier verlagern. Wird dann ein bisschen stinken nach der Zeit. Weil tote Fische, die in einen Schrank lagen, an stinken irgendwann. Wir wissen es alle. Weißt du was? Was los? Ja, meine Kindheit verdorben. Der Osterhase gibt's wirklich nicht. Nee, den gibt's nicht. Das war harte Realität, wie ich das gemerkt habe. Nö, ist mein Schuss. Zum Glück für meine Cousine und meine Cousin nicht. Bei denen hättest du ernsthaft die Kindheit zerstört. Ich, ja, es ist... Der Osterhasen gibt's da, das heißt. Aber Alter, das ist... Komm, jetzt beiß an und bitte sei ein Ei. Tu mir den Gefallen und sei ein Ei. Oh, der ist wieder weg. Vielleicht bin ich auch einfach nur so inkompetent dazu, dieses Heiße zu fissen. Bist du. Danke dafür. Mach's erstmal besser, Sophie. Ja. The fuck? Wo kommt dieses random Ja jetzt her? Die ganzen Leute auf der Insel ignorieren mich erstmal. Schreib denen diesen Hurensohn, ne? Dann werden die das melden, aber nicht ignorieren. So, komm, Fiss. Beiß an. Komm zu Papi. Komm zu Papa an die Angel. Das heißt, die verschwinden alle, wenn ich mit meinem Hasen dann auftauche. Komm, du Papa. Jetzt sagen die alle zu mir, ich soll angeln gehen. Geh angeln, geh angeln, geh angeln, geh angeln. Was ist das denn? Die eine hat das innerhalb von 5 Minuten gemacht in dem Video, wo ich gerade geschaut habe. 5 Minuten hat die dazu gebraucht, die Displayerin. Wieso brauch ich so lange dafür? Weil du einfach ein Depp bist, der da gerade mit einfach... Stopp! 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 Halt, stopp! Stopp! Da ist Luftei! Da ist Luftei! Da ist Luftei! David, das kannst du jetzt. Komm! Hallo, anziehen! Wo ist das hin? Scheiße! Da ist das! Inspektor! Nein! Eier einsammeln! Ich hab Luftei! Gut, er fehlt mir nämlich nur noch, das heißt Angler, das bekomme ich auch noch. Und mein Haar ist auch wieder runtergefallen. Ah, dieses heißt Hasenohren, ganz genau, ey, das ist ja erst hier. Warum hast du sie dann überhaupt? Weil es Ostern ist, ja? Es wird mir ein bisschen zu Ostern kleiden. Ist doch lustig. Ja, mein perverses Streamer mit Osterhasen. Ohren. Wieso bin ich perverses Streamer, nur weil ich Osterohren aufhab? Das macht keinen Sinn, aber okay. Jetzt fehlt hier nur noch so ein weißer Van, wo drauf steht Free Ice Cream. Gratis Bonbons. Ich hab hier was. Nein, wir. Ja, mit. Wir lassen das. So. Mit ja, eine leckerer Füllung. Okay. Ein Ei fehlt noch, so. Und das finden wir jetzt auch, Leute. Hey, Kid, want some bitches? Und danach wird Splatoon gesorgt, ne? Also lohnt es da zu bleiben. Für alle, die jetzt denken, ich will mir die Scheiße nicht geben. Weißt du, was der. Und dann kommt der Rest des 6-Stunden-Streams ist dann immer noch in Animal Crossing. Boah, das sind jetzt noch 4 Stunden knapp. Ich glaube nicht, dass ich 4 ganze Stunden in Animal Crossing verbringen werde. Behaupte es. Bist du dir da wirklich sicher, aber du schaffst manchmal echt das Unmögliche. Ja, aber so hohl bin ich nun auch nicht, Lel. So, komm, Fiss, beiß an. Komm her.
Ja, komm doch, du scheiß Hurensohn! Du sagst so Hurensohn und der Hund, der einfach neben mir liegt, der geht jetzt mal weg. Lol, hast du jetzt einen Hund oder wie? Nein, ich bin nicht. Ich bin bei meinem Onkel und der hat. Ah, ja moin. Bedeutet das, dass ihre Katzen verhungern? Okay. Sophie, verhungern deine Katzen? Nein, so. Und wer kümmert sich dann um die, wenn du nicht da bist? Wir sind da heute hingefahren und haben die gefüttert und wir haben dir richtig viel Futter gegeben, also was willst du? Jetzt funktioniert doch, du Scheißfäß! Ja! Oder Eider, whatever du bist. Komm. Oh, Eider! Nein! Es raste noch aus! Sag mal, ist es traurig nicht mehr. Dennis, hast du es irgendwie weitergeschafft oder bist immer noch dabei? Ich bin immer noch dabei. Leute, wer will sich ins Splatoon schon mal einspielen? Und der ist halt so. Ich hab das Ei. Okay. Ich komme auf deine Insel. Oder du auf meine besser. Ja. Dafür bräuchte ich nur deinen Freundschaftscode. Ach, wir haben schon nicht geerdet? Nee, noch nicht. Ihr erinnert mich bitte mal, dass wenn zuerst einfach außer was heißt 3DS in den Live-Set eingeben. Dann bekommst du den Code. Und wie hast du das geschafft? Einfach geangelt und dann war da auf einmal so ein Ei, oder wie? Ja, ein Fisch ist aufgetaucht und es war zum Glück ein Ei. Okay. So, bist jetzt bei dem hier auch nochmal, so lange bis wir es haben. Vielleicht habe ich hier Glück. Ich meine, man meinte, dass die an Ostern da die Fische halt eher so Eiern machen, aber ich habe so ein 4 geangelt und 4 davon waren einfach fucking Fische. Darf der Kevin spielen? Nein! Lalalala. Okay, jetzt müsstest du noch meinen Freundschaftscode eingeben. Jo, ich schreib's in den gesendeten Live-Chat? Oder irgendwie Discord oder so? Ja, ich schreib ihn in den Live-Chat rein. Gut. Wenn das probierst, noch dieses eine Scheiß hier. So, das ist der letzte, den ich jetzt probiere. Darf der Gustav bei mir spielen kommen? Ah, hat wieder nicht funktioniert. Gut, RIP. Dann speise es soweit schon mal. Falls das Spiel jetzt crashen sollte. Wenn es ein Freundescode eingibt. Man weiß nie. Ja, ich hab's jetzt gespeichert. Das ist so anstrengend, dieses Wasserei zu bekommen. Ich glaub's dir. Hast du deinen Code reingesendet? Wie bitte? Hast du deinen Code reingesendet? Irgendwie hat er mir. Ach, der wird von einem Bot irgendwie geblockt. Also nicht von Bot, sondern von YouTube. Es ist voll random. Nee, ich hab ihn. Alles gut. Ach so, okay. So. So. Freund, ich hab ein Timeout. 10 Sekunden, das ist Paul, der ist. Das überlebst du, glaube ich. Oh. Kannst du nicht mitspielen, mein Pro Controller. dann spiel einfach so oft, das wird's, oder tun einfach aufladen. Ich seh jetzt so aus, als ob ich die Treppe nach oben gehe und mein Ladekabel hole für den Pro Controller. Ja, Sophie, so siehst du aus. Tu ich aber nicht, wenn wir auf der Couch liegen. Ist jetzt ein Scheiß ernst? Nee, mein Spaß, weißt du. Gut. Siehst du, geht doch. Ich bleib trotzdem hier liegen. Whatever. So, 5, 2. Oben ist bestimmt ein Kuchen. 2, 7, 8, 1. 0, 7, 5, 5. So. Alter, diese Hasenohren, die fallen andauernd runter. RIP. Yay. Gut, sind Freunde. Okay, dann müsstest du jetzt nur noch den Bahnhof öffnen. Jo, das bekomme ich damit auch noch hin.
Bahnhof, 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 da mein Bahnhof. Stell vor, genau jetzt würde so plötzlich mein 3DS irgendwie kaputt gehen. Das war kritisch. Das ist ja traurig. Kaboom! Mein Handy ist gerade komplett random leer gegangen, ohne dass ich es merke. Ich hab 66%. Wer kennt's nicht, ich werde es gleich laden. Wann kann ich es wieder tun? Zum Beispiel die ganze Eiergeschichte fertig haben. Setzungsweise in 10 Minuten. Ich weiß nicht, was ich gerade leiste, aber wir sind hier gerade noch so hart mit Eiern beschäftigt. Oh Mann! Die scheiß Hasenohren. Ich bring die erst noch um. Okay, ich hole jetzt meinen Pro-Controller-Ladekabel von oben gleich. Bis gleich. So. Gut, dann machen wir jetzt mal die Tore auf. Ich will nichts besuchen hier. Verdammt. Das sind Kommentare, was gehst du drucken, ne? Fuck, war das gerade? Darf dich geben. Jemand einladen. Nein, nicht lokal. Ach, scheiße, ey, was Druck ist hier? Ich verdrück mich jetzt andauernd hier gerade, dass er nicht mal feierlich ist. Aha. Nicht lustig, ja? Nicht lustig. So. Aha. Hör auf mit deinem Haha. Ich will jemand einladen. So. Im Haha. Jetzt haben wir einen Online-Modus. Haha. Hör mal dein Haha auf, das nervt. Haha. 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 Oh Gott. Okay, sorry. Wir lassen es jetzt. Ja, mach den Bahnsteig auf, du Affe. Leute, ich hab ein Ladekabel für den Pro Controller. Okay, ich komme jetzt in die Stadt. Dazu, zu uns Stream. Jetzt mein scheiß Handy. Ihr habt es nicht. Splatoon richtig angespritzt. Was wäre mit angespritzt in Splatoon? Oh Gott. Alle Leute. Supi dupi. Hat ihr auch das, wenn das die Pyronisten-Powers halt, da ihr dann irgendwie einen Drang habt, diesen Zeiger zu drücken? Rote Fanta ist immer noch das Beste auf Leben. Yay, Osana aus Lollipop ist gekommen. Ja, hi. The fuck. Okay, ich leg jetzt das Ei. Vor dem Bahnhof ab. Jo, danke übrigens. Ja, bitte. So, wer weiß, wie lange ich dafür gebraucht hätte, die scheiß Ei zu suchen. Frag mich, wie er das Ei abgelegt hat. Wow, der Gamer Couchbot hat Paul gerade für 10 Sekunden. Voll krass, ne? Wow. Wozu das überhaupt? Das dient als kurze Vorwarnung. Das soll halt quasi als kein richtiger Bann, aber halt auch als gar kein Bann gelten, you know. Yay! Die Wahrheit ist eigentlich, weil das 10 Minuten schreiben, hab mich aber in der Stellenzahl vertan und 10 Sekunden draus gemacht. Yay! Das war kompliziert alles mit diesem Bot, aber egal. Darf jetzt der Kevin spielen kommen? Hör jetzt auf zu fragen oder ich komme mit dem Bannhammer. Nee. Den gibt's aber nicht. Oder ich mute dich. Ganz, ganz einfach. Hör auf zu fragen, bitte. Dann mach ich's auch bei dir. Ich mute dich. Ich dich auch. Jetzt kannst du in Israel. Aber okay, Paul. So.
Ja, ich hab das letzte Ei, du Spastika. Namens Osterhase. So, wie gesagt, danke, Dennis. So. Ja, es hat funktioniert. So, ich hoffe, es bekommt dafür jetzt auch was Geiles, ne? Sniggle die Kleister, du bist ein Eiersuchmeister. Yay. Du verdienst am Preis. Bullshit. Mal schauen, ob es das gelohnt hat, ne? Weißt du, was jetzt kommt? Bekommst du den Hauptpreis. Und eins und zwei und hurra, jepidae, bravo, supidu. Was kommt jetzt hier? Übrigens war dir klar, dass diese Eier essbar sind. Wenn du die als reinpfeifst und auf einen Gewinnkorb beißt, gebe ich dir ein tolles Geschenk. Scheiße, ich werde die gar nicht alle einsammeln müssen, oder wie? Was haben wir? Was haben wir von ihm jetzt bekommen? Ich habe ein Eierkörbchen bekommen. Wow. Fucking Eierkörbchen. Das hat sich ja gelohnt. Ein Eierkörbchen? Ich sammle den ganzen Tag Eier und was bekomme ich? Ein fucking Eierkörbchen? Ja! So, Osterhase, du kannst froh sein, dass wir nicht in GTA sind, ne? Sonst hättest du meine Schrotflinte ausgepackt. Ich glaube, es wäre sogar klüger gewesen, wenn man alle Eier gegeben hätte. Na was? Ja. Warte, ich schau mal im Wiki nach das Ganze jetzt ganz genau an. Ich probiere mal nochmal ein Ei jetzt auszugraben und dann das zu essen und mal schauen, was da für einen Preis bekommen. Da kann man ein Bonbon bekommen, ein Ticket für einen Preis oder ein Hauptpreisticket. Und wenn man jedes Ei bringt, bekommt man dieses Eierkörbchen. Oh geil, ich habe ein Fossil gefunden. Ich muss morgen mal das nächste, im nächsten Part ins Museum bringen. Can we play Splatoon? Mach mal gleich. Will ich das nochmal einspielen? Alter, ich hab Maxi Poltergold gefunden. Im Graben. Finde ich witzig. Dass man also alles findet, wenn man hier rumgräbt. Ich will mich nicht hier mit Monkey unterhalten. 3 Monate habe ich das Spiel nicht gespielt. Alter, sorry Leute, ich probiere das jetzt erst öfter zu bringen, dieses Game in meinem Let's Play. Noch ein Fossil gefunden. Ich habe Animal Crossing, glaube ich, schon 6 Monate oder so nicht mehr gespielt. Ja, aber ich Let's Play ist noch ein Fossil gefunden. Aber mal ist dann wieder vergraben. Weitere von diesen 10.000 Fossilen. Es muss Sachen loswerden. Ich esse jetzt die Orangen, will. Nom 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 nom. Ja, es braucht Platz hier in meinem Inventar. Und die Blume lass es fallen oder tu sie einpflanzen. Was ist keine Blume anziehen? Alter. Geil. So, ist jetzt ein Ei drin? Nein, was macht man mit diesen Mega-Bui-Jorden? Was macht man mit denen? Weißt du, das wäre zufällig? Mit den Geruiden, oder? Ja. Die kannst du in dein Haus stellen oder verkaufen. Cool, ich hab davon schon 3 Stück gefunden. Aber kein verdammtes Ei. Aber diese Geruiden, das sind anscheinend alles Gräber, weil das man in Japan Gräber zu toten Leuten. Ja, ich hab hier ein Ei gefunden. Ein bisschen Felsei. Und das esse ich jetzt mal. Dann schauen wir mal, was passiert. Oh. Und jetzt bekommt dein Charakter Diabetes. Okay, gut. In dem Ei ist schon mal ein etwas Süßes drin. Nämlich ein Bonbon. Was es auch essen kann. Jetzt habe ich Diabetes. Geil. So, ein Felsei suche ich noch und danach spielen wir Splatoon, liebe Damen und Herren. Na, ich hab Splatoon auch schon gestartet. Ich hab Splatoon auch schon gestartet. Lul. So. Ach, scheiße hier. Ich will unter den Stein graben. Nicht dagegen hauen wie so ein
Kevin. Egal, aber ich glaube, bei dem können wir es auch belassen, Leute. Ihr habt da gesehen, was man hier am Ostern so alles fangen kann. Und hier sehen wir nochmal einen tollen Osterhase, der hier rumtanzt wie ein Kind, was auf Zucker ist. Das war's mit Animal Crossing, liebe Leute. Danke nochmal für die Hilfe, Dennis. Und fürs Helfen mit den ganzen Eiern. Das war's mit Animal Crossing New Leaf. Das klingt, als würdest du das Let's Play beenden. Ja, okay, nur halt dieses Eier-Such-Gedünse hier.